So, in diesem Video machen wir Folgendes. Man kann das auch anders rechnen. Wir haben ja eben mit der allgemeinen Formel gerechnet, mit der Prozentrechnungsformel. Und ich zeige mal, dass wir Gelerntes auch auf eine andere Art anwenden können. Manchen gefällt das besser. Ich mache mal einen braunen Strich und rechne mal ganz schnell rechts. Schreibe ich das mal hin. Wir wissen ja, 230 Kilogramm entspricht der Verlust und 4600 Kilogramm, das ist das, was ich alles hatte. Da war nämlich alles noch da. Und 230 Kilogramm ist das, was leider verloren ging. Und wenn ich jetzt einen Bruchstrich drüber mache und eine Verhältnisgleichung bilde, kann ich doch sagen, gucken wir uns das mal an, dann sind 5% ja meine 230 Kilogramm und 100%, als noch alles da war, waren die 4600 Kilogramm. Wenn ich das entsprechend mal kürze, werden wir sehen, dass die Verhältnisgleichung auch stimmt. 1 durch 46, 1% durch 46 Kilogramm. Und wenn ich hier kürze, ich kann erstmal erweitern, wenn ich will, das geht schneller. Dann habe ich nämlich oben eine 10 und unten eine 460. Und wenn ich jetzt wieder die 0 wegstreiche, dann sieht man, aha, das ergibt auch ein 46. Also das funktioniert, ne? So, mal weggestrichen, ein 46. Links steht auch ein 46. Also kann ich auch eine Verhältnisgleichung anwenden. Das war die Grundidee. Und das werde ich jetzt mal machen. Wenn ich, jemand, ich weiß das nicht und ich fange neu mit der Aufgabe an, dann schreibe ich Folgendes. Und das hat den Schülern eigentlich auch ganz gut gefallen. Manche haben gesagt, dann rechne ich doch so. Ich verweise nochmal drauf, das ist die originale Formel, die wir sonst bisher gebraucht haben. Und wir gucken mal, ob eine Verhältnisgleichung genauso geht. Also, wenn ich die Aufgabe jetzt statt links in schwarz, rechts mal mit braun anders formuliere, dann sage ich, 4600 Kilogramm weiß ich, das waren meine üblichen 100%, als noch alles da war. Dann schreibe ich ein Ist gleich. Und jetzt weiß ich, ich habe 230 Kilogramm. Und ich weiß aber nicht, was oben über dem Bruchstrich stehen muss, damit die Gleichung aufgeht. Natürlich, darüber steht es, dass ich weiß es schon, aber wenn ich es nicht weiß, schreibe ich Prozentsatz. Genau. Wir unterhalten uns da im Unterricht ständig und die Schüler arbeiten da wunderbar mit. Wenn ich die Gleichung löse, oh, jetzt ist mir was passiert. Wenn ich diese Gleichung lösen will, jetzt war ich auf den Rand gekommen, muss ich mal 230 Kilo nehmen. Ich schnapp mir schnell mal die Formel und transportiere sie nach unten, habe ich mehr Platz zum Schreiben. So, also muss ich mal 230 Kilogramm nehmen, weil ja durch 230 Kilogramm stört. Und wenn ich das dann richtig hinschreibe, auf beiden Seiten mal 230 Kilogramm, dann kürzt sich rechts alles weg mit den 230 Kilogramm und PS steht alleine, der Prozentsatz. Und jetzt, wenn ich jetzt ganz genauso mit allen Rechenkünsten, die ich schon kenne, die Kilogramm kürze, Nullen wegstreiche, dann sehe ich letzten Endes, dass ich auf das gleiche Ergebnis komme. Die 23 kann ich durch 23, die 46 durch 23 teilen. 10 und 2 ist noch übrig, gekürzt, ergibt 5 Eintel, also 5. Aber da bleibt noch das Prozentzeichen übrig, ist der Prozentsatz. Wem das besser gefällt, der mag das so machen. Warum nicht? Ich muss bloß immer das Richtige ins Verhältnis setzen. Das ist das Wichtige dabei. Also man kann sowas auch mit einfachen Verhältnisgleichungen lösen. Wie bei den Zuordnungen. Wer will, kann es auch mit einer Tabelle lösen, aber das halte ich für umständlicher. Eine Verhältnisgleichung ist ein Universalinstrument. Das geht sehr gut. So, und jetzt hat man gesagt, jetzt arbeiten wir mal nur mit einer Verhältnisgleichung. Die nächste Aufgabe, das nächste Beispiel, das werden wir mal nur mit Verhältnisgleichungen lösen und mal sehen, was dabei passiert. Jetzt weiß ich nicht so richtig, 350 Euro. Ach so, ja. Ich gehe und kaufe mir will mir einen Fernseher kaufen für 350 Euro. Jetzt habe ich aber blöderweise kein Geld dabei und komme erst den nächsten Tag wieder, wo ich das Geld eingesteckt habe, das hatte ich nämlich vergessen und sehe, der Preis heute, das waren 350 Euro, und der Preis nächsten Tag ist bloß noch 300 Euro. Na, wie gut, dass ich das Geld vergessen hatte. Das heißt, der Fernseher wird billiger angeboten. Na, und jetzt bin ich mal gespannt und möchte wissen, auf welchen Preis haben denn die gesenkt? Prozentual, also der Preis später. Und ich möchte wissen, den Prozentsatz. Wie viel entspricht 300 Euro? Und jetzt mache ich das genau so und schreibe das genauso auf. Genau die gleiche Idee.
Schreibe das also auf und sage, na mal sehen. Ich glaube, ich habe eine Pause gemacht. Die Schüler haben es dann erreicht, jawohl. Und dann haben wir gesagt, 350 € war der originale Preis. Davon gehe ich aus. Mal Prozentsatz durch 100 entspricht 300 €. Und jetzt haben wir gerechnet. Wie die Verrückten. Warum wie die Verrückten? Erst haben wir umgestellt. Das wäre die originale Formel gewesen. Und jetzt haben wir es mal umgestellt und haben das so geschrieben mit einer Verhältnisgleichung. Also die obere wäre die typische Formel und wir haben es als Verhältnisgleichung umgeschrieben. Und jetzt kommt die übliche Technik, ne? PS muss alleine stehen. Das heißt mal 300 €, weil durch 300 € störte. PS soll ja alleine stehen. Haben das entsprechend aufgeschrieben. So, und dann steht PS alleine und wir bekommen, Ergebnis ist gleich PS. Die Euros haben wir gekürzt, Nullen weggestrichen. Nochmal vielleicht. Nee, geht nicht. Aber jetzt haben wir die 30 und die 35 entsprechend verarbeitet und haben gesagt, okay, dann habe ich 100% mal 6 durch 7. Da muss ich eine Nebenrechnung machen, weil es möchte keiner 600 Siebtel Prozent an den Kopf geworfen kriegen. Da weiß er nämlich nicht so richtig, wie viel das ist. Die Nebenrechnung ist diese typische Rattenschwanzrechnung. Wir haben 100 mal 6 ist 600 durch 7 geteilt und das sind ausreichend genau 85,7. Und das ist genau die Zahl, die man sofort Freihaus geliefert bekommt. Der neue Preis entspricht bloß noch 85,7%. Also eine Preissenkung von rund 15%. Aber die Preissenkung, da kommen wir später drauf. Der neue Preis ist bloß noch 85,7% vom alten. Ich könnte jetzt weiterrechnen. Ich könnte noch ganz viele Stellen nehmen. Aber durch 7 zu teilen, wissen wir, das geht meistens bis ins Unendliche. Also das macht keinen Sinn mehr. Die Zahl könnte hinterm Komma noch lang werden, aber das möchte eigentlich keiner so richtig wissen. Meistens lässt man es dann mit einer Kommastelle. Und wir haben dann den Antwortsatz, der Fernseher kostet nur noch dieses 85,7%. Das haben wir so formuliert. Jetzt nochmal die beiden Formeln. Gelb ist die typische und blau ist die, also türkis ist die andere typische Formel, wenn ich eine Verhältnisgleichung aufstelle. Das ist der Vergleich, also. Letzten Endes kommt immer wieder dasselbe raus. Rechts da in lila eingekesselt ist nämlich das gleiche wie unten lila eingekesselt. Bloß dass eben die Zahlen und PS vertauscht wurden. Die Probe, die sieht so aus, dass ich, wenn ich meine 85,7 als Prozentsatz einsetze, dass ich dann auch wieder mit der üblichen Formel auf mein echtes Ergebnis komme. Allerdings, weil wir ja eher aufgehört haben zu rechnen, werde ich einen Wert, wir dürfen nicht durch 10 zu dividieren vergessen, werde ich einen Wert von 299,95 € bekommen. Ich glaube, ich hatte mich sogar noch verschrieben. Ja, ich hatte mich verschrieben. Jetzt sieht man es. Die Schüler hatten mich dann gleich darauf hingewiesen. Das ist also ausreichend genau 300 €. Na, das reicht als Probe. Das war eine Probe, um zu sehen, liege ich dann wirklich echt dabei. Waren meine 85,7 das richtige Ergebnis. Und deswegen, weil ich, wie gesagt, bei der Rattenschwanzrechnung durch 7 eher aufgehört habe, muss das genügt haben. So, jetzt habe ich diesen Fehler noch bemerken dürfen. Das haben mir die Schüler gesagt. Und jetzt wird mein Ergebnis noch genauer an meine 300 € ranrücken. Das reicht als Probe aus. Probe ist eine Art, manchmal nur eine Art Überschlag, ob ich richtig liege. Ja, bis dahin lassen wir es. Also, das war's.